Heute, Anna und ich verbringen ein romantisches Date zusammen. Und wir klären wichtige Fragen. Die Leute haben gefragt, ob wir bi sind. Eine andere wichtige Frage betrifft mein Sofa. Nicht, dass ich abgezogen wurde. Leider verstehe ich kein Spanisch, also wird das Ganze komplizierter als gedacht. Ansonsten wird es aber funny. Ach ja, und zwischendurch bleiche ich auch noch meine Augenbrauen und es wird ein bisschen chaotisch. Wir haben jetzt was ganz Verrücktes, Spontanes gemacht. Machen wir jetzt einen Roadtrip? Fantastisch. Oh, wollen wir einen Hamster kaufen? I don't dance now, I make money. Remix. Wenn ich euch das jetzt erzähle, denkt ihr euch, Junge, ist die komplett durch? It's me. Meinen Nagel abgebrochen. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella. Hinter der Caramella steht die Crew. Und was machst du so? Ich hab so Kopfschmerzen, Alter. Gestern Abend war die Show Your Talent Live Show. Ich habe gerappt vor Knossi, vor Vanessa Mai. Und danach habe ich ein bisschen zu viele Mai Tais getrunken, ja. 3 Gläser, ja. Und ich habe den miesesten Kopfschmerz-Dings am nächsten Tag. Das ist nicht normal. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich so, was ist dir los? Ich kam nicht so richtig klar. Und jetzt, ja, ungefähr 12 Stunden später, habe ich schon ein bisschen wieder mehr die Kontrolle über mein Leben, aber irgendwas lief da auf jeden Fall schief. Ich habe heute auch erstmal so ein bisschen meinen Akku aufgeladen. Ich bin rausgegangen, ich bin alleine spazieren gegangen. Weil original seit der Trennung mit dem Umzug und dann mit der Talentshow, wo ich einen Song für geschrieben habe, war ich die ganze Zeit so unter Strom, ne? Wirklich die ganze Zeit immer was gemacht, ne? Und deswegen dachte ich heute, okay, chill ich einfach mal. Ich werde euch diese Woche zeigen, wie mein Leben gerade so ist, denn mittlerweile geht es der Wohnung schon besser. Also, naja, ihr ging es schon immer gut, aber jetzt geht es ihr noch viel besser, denn es ist schon viel passiert. Ich habe mein Leben schon langsam eingegroovt und deswegen wollte ich euch auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich werde diese Woche auch auf jeden Fall ins Studio fahren. Wir nehmen nämlich den Song auf, den ich in der Talentshow gezeigt habe. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ihr habt richtig Bock, den zu hören. Ich zeige euch einfach, was abgeht, was nicht abgeht. Ja, zum Beispiel Edding, das ist so sehr schwierig manchmal, dass das abgeht. Mit Nagellackentferner ist schon leichter. Ey, ich muss mich gesünder ernähren. Wenn ich nämlich alleine einkaufen gehe, ja, dann landet doch ab und an mal der, tja, von Toffifee über Bueno und ja. Deswegen morgen fetter, gesunder Wocheneinkauf. Ich wollte mir unbedingt meine Waage bestellen, weil so verliere ich nicht einen Überblick über meinen Körperfettanteil. Ich muss sowieso noch ein paar Sachen auf Amazon bestellen, weil irgendwie mag ich das, Sachen von Amazon zu bestellen. Ist auch so ein kleiner Adrenalinkick, weil meine Klingel nicht so richtig funktioniert. Und deswegen ist es immer so 50-50, ein bisschen wie Glücksspiel. Das kann süchtig machen. Ob meine Pakete ankommen. Oh ja, drückt's mir nochmal rein, ja. Das erste, was sich hier öffnet, ist die Talentshow-Bewertung, ja. Wo ich natürlich nicht mit weiter bin. Danke aber auf jeden Fall an alle, die richtig krass gewotet haben und das Ganze zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben, ja. Wir hatten kranke, viele Votes, ne. Wirklich ganz Hildesheim hat gefühlt gewotet, ey. Aber es gab viele Haters, die haben gehatet und haben sich so gedacht, nee, die hat eh schon voll die Reichweite, ne, wählt sie mal raus. Aber das ist nicht so schlimm, wir machen auch so unser Ding. Von dieser Niederlage lassen wir uns gar nicht niederlegen. Auf gar keinen Fall. Jetzt geht's erst richtig los. Yeah. Ich hab schon wieder so Bock auf die Kerne, das ist nicht normal. Kennt ihr das? Ihr kauft euch so Unterwäscheaufbewahrungsboxen und dann denkt ihr euch so, dann kann ich mir auch direkt neue Unterwäsche kaufen. Das ist die Online-Shopping-Krankheit, die ich entwickelt habe über die Zeit lang. In der, die sich mein Leben nennt. Heute Abend müssen wir auf jeden Fall noch mal einer Verpflichtung nachgehen, Anna und ich. Wir haben ein Treffen organisiert mit McDonald's. Das können wir leider nicht absagen. Heute noch mal cheaten, aber ab morgen dann wirklich. Wir gehen zusammen einkaufen, wir machen das. Anna ruft auch gerade schon an. Sie wird immer angezeigt, Anna tanzend oder Anna Herz. Tanzt sie gerade oder habe ich sie lieb? Du bist da? Ja. Bist du bereit für McDonald's? Ich bin bereit für McDonald's. Dödel? Das heißt McDonald's. Du bist heute wieder umwerfend, Anna. You ready? Pop it, let's go. It's good to you. Wer stellt denn hier seine Kasse hin? Hallo? Bertha an Kasse 2, bitte, danke. Cute. There's the Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang ist so wunderschön. Dankeschön. Oh, wow. Wieso ist die Ampel immer so lange rot? Das sind die leichten Aggressionen von der Niederlage, die noch in mir stecken. This is the Paris Vibes, yeah. Also ich muss sagen, diese Straße hier sieht richtig schön aus irgendwie so für Hildesheim. Oh, wow, wie Adventure, schön. Ne? Ja, wirklich, it's Adventure Time again. Oh, was nehmen wir? Täglich rubbeln. Jetzt rubbeln. Oh mein Gott, was ist das? Ein Doppelwürger nach Wür... Ein Doppel... Ein... Hä? Ein Doppelwürger. Ja, Doppel hält mich besser. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Türe, die haben ja richtig kranke Beleuchtung hier. Das ist so ein helles Schild, man kann direkt hier YouTube-Videos drehen. Die so, wach auf und sieh, was du hier Falsches machst und dich, wie du dich ernährst. Also, ich nehme auf jeden Fall eine frische. Ich habe richtig Bock auf so eine von 2003. Ich nehme Frozen Yogurt und McFlurry. Mit Granola? Choc? Ich nehme mit Lion. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß den Text nicht. Achso, das ist kein Text, Digga.
das habe ich mir ausgedacht. Moin. Hallo, ich hätte gerne ein Big Mac Menü. Und eine Cola. Süß-saure Soße brauche ich. Ganz wichtig. Dann ist auf dem Big Mac ist da Zwiebel drauf. Das dann ohne Soße. Zwiebel, bitte. Danke. Du sagst extra auch ohne Zwiebeln, damit die deinen Burger frisch machen. Ja, normal, Digga. Ich bin unnormal der Fuchs. Wir verpassen den Sonnenuntergang. Könnt ihr mal schneller machen, bitte? Das ist doch kein Fastfood mehr. Die Mondphase jetzt gerade ist richtig toll. Zunehmender Mond. Ich bin auch wie Mondphasen. Ich nehme zu, ich nehme ab. Ich bin voll, ich bin halb. Ich bin ein Mond. McFluffy. Hallo, du hast unsere Chicken Nuggets vergessen. Nee, echt? Oh, Kim. Oh mein Gott, wie geschockt kann man sein? So kacke, ne? Cruising down the street in my 6-4. Leck jetzt in dein Ei. Nein! Oh yeah. Eigentlich insgeheim, ich tue mal nur so, als ob ich das nicht mag. Eigentlich wünsche ich mir das. Oha, wie schön. Do you like it? I love it. Darf ich mich abschneiden? Nee, das ist zu fett. Was ist das für ein geiles Design, ey? Hast du ein MacBook? Ein MacBook. Ah, ihr Arschheiß, Digga. It's the River Kartoffel. Mach mal einen. Ich such dir eine aus. Boah. Die ist zu schön für dich. Ich geb dir die hier. Spaß, ich geb dir die. Spaß. Ecke. Ist geiler, ne? Ist geil. Kannst du mal mein Pommes in mein Eis dippen? Was? Kannst du mal das da reinmachen, ein Pommes? Und dann in deinen Mund stecken. Genau. Jetzt wird's. Das ist Frozen Joghurt, das ist gar nicht das normale Eis von McDonald's. Oh, shit. Hallo, du? Gimme Kiss. Ah, jetzt kommst du auch, ne? Jetzt hier, ne? Mach dir deinen eigenen Channel, Alter. Wir sind wieder... Ah! It is movie time. Anna macht Kotze weg. Für mich ist eigentlich auch schon witzig, so Komödie, wie du deine Kotze wegmachst. Dein Sofa ist so geil. Ne? Was ist das hier? Hast du Stress? Du so abends so. Diese Welt stresst mich. It's cozy time. My bed looking cozy. Das ist aber eine tolle Pompon-Decke. Okay. Good morning, es ist Montag und ich wollte mich darum kümmern, dass mein Sofa mal ankommt. Ich habe es vor einem Monat ungefähr bestellt und da stand so 3 bis 5 Tage und ist da und ich war so, yay! Aber es ist immer noch nicht da und ich habe ein bisschen Angst. Das Ding ist, das heißt Marietta Möbels Marietta. Ich glaube, das ist Spanisch. Aber es gibt einen deutschen Kontakt, also eine deutsche Telefonnummer und ich dachte, wir rufen da einfach mal an und fragen, como estás? Es que tu huel mein Sofa. Hello, my couch. Ich muss Englisch reden wahrscheinlich. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor. Was? Kann hier irgendjemand Spanisch? Entschuldigung? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Die telefonische Kundenberatung erfolgt auf Englisch. Wenn Sie eine Antwort in Deutsch bevorzugen, fragen Sie uns bitte per E-Mail. Nee, Englisch ist okay, so I can speak English very quite well, yes? I don't understand Spanish. Good. Why do you legging off on my face, man? Nicht, dass ich abgezogen wurde. Ich möchte meinen Zufall. Da diese Woche ja im Zeichen des Aktivismus steht, nee, ich meine nur, dass ich aktiver bin, so was Sport und so meinem Körper anbelangt, dachte ich, fahre ich einfach mit dem Fahrrad. Also ich fahre mit dem Fahrrad zur Garage und hole mir dann da das Auto. Aber das Auto brauche ich, weil das Ding ist, meine Mom braucht irgendwie ein neues Sofa oder sie will ein neues Sofa haben und wir wollen das mal angucken fahren. Das bedeutet, das machen wir auf jeden Fall together, forever. Ich fahre Fahrrad und mache dabei einen Vlog. Woo! Alter, ey, diese Steine, ne? Schaut euch die mal an. Kennt ihr diese Reiswaffeln? Diese Nippel? Ihr wisst schon, diese Reiswaffeln, ich schwöre, das erinnert mich so daran. Der erste Tag ohne Süßigkeiten und ich habe schon Bock wieder auf Süßigkeiten. Okay, ich konzentriere mich jetzt aufs Fahrradfahren und dann geht's ab. Machen wir jetzt einen Roadtrip? Ja, zu Roller. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Was Mann, so? Kann man einmal den Satz bringen, wenn wir zu Roller fahren. Eigentlich hätten wir mit dem E-Roller hinfahren müssen, oder? Let's go! Das kann lustig werden. Oh, wollen wir einen Hamster kaufen? Oh, bitte? Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Ich hole mir einfach einen Strandkopf in mein Wohnzimmer, mache ein bisschen Sand dahin und dann geht's ab. Dies ist das Sofa. Das muss man direkt auf jeden Fall... Oh, das ist ja richtig hart. Oh, aber das ist chillig. Hier kann man richtig gut drauf Popcorn essen, glaube ich. Und, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich an wie dein neues Sofa?
Fantastisch. Jetzt noch eine Fanta, Alter, und dann ist richtig fantastisch. Ja. Hammer. Ist gekauft. Das Ding ist, die Lieferung kostet 135 Euro. Ich trage das lieber, Alter. Das macht gerade richtig Wunden in mir auf. Hello, darkness. Wieso habe ich noch kein Sofa? Como es das? Howdy, meine Freunde. Wir suchen gerade nach so einem Teppich und das ist so ein Fake-mäßig. Sieht aus wie... Ist es eine Kuh? Es ist nicht echt so, ne? Aber ich brauche unbedingt irgendwie noch so was Teppichmäßiges. Ach, ich glaube, ich habe den perfekten Teppich gefunden. Hat jemand Bock auf eine Runde Fußball? Dann haben wir direkt ein Spielfeld. This is funny. Scheiß auf Fitnessstudio, Mann. Hier kann man auch seine Schritte machen. Cocktailkissen. Sind die erst ab 18? Oh mein Gott, mein Bett ist viel bequemer. Ich brauche noch so einen Topper für mein Boxspringen-Dingsbett. Du musst ja wissen, wie breit ich bin am Wochenende. Ich brauche 180 mal 2 Meter. Ah, top. Aha. Das fühlt sich richtig gut an. Das ist wack. Ich möchte das hier haben. Musst du dir jetzt wetten, das ist der 179 Euro Dings teurer. Und dann 90 mal 2 Meter nur. Oh shit, man. Ja, deswegen verstehe ich nicht, dass da bei dir kein Topper dabei war. Da fragst du die Falsche. Wir haben jetzt was ganz Verrücktes, Spontanes gemacht. Ja, ich habe diesen Topper geholt. 229 Euro. Dann schlafe ich hoffentlich wie ein Engel, weißt du? Und dann bin ich... Das ist halt sehr wichtig, der Schlaf. Und das Geile ist, der ist auch direkt jetzt hier vorrätig. Also ich kann ihn jetzt direkt mitnehmen. Das bedeutet heute Nacht direkt schon Maschallah Schlaf. Okay, wollen wir noch bei den Lampen kurz gucken? Ja. Oh, wow. Jetzt wieder räumliches Denken. Was passt in die Wohnung rein, was passt nicht rein? Oh, cool. Das sieht richtig sick aus. Schwierig. Das ist nicht so die Lampenwelt, das ist nicht nur meine Welt hier. Oder ich nehme einfach solche Leuchtröhren und dann so boom, bam. Wie nach 2 Monaten Single. Bro, let's hold hands. Aua, okay, dann nicht. That looks so cool. Let's get up. I take this here. Das Ding ist schon ready und das passt ja easy da rein. Das ist alles super easy. Und we've got this. Oh mein Gott, das ist so heiß. Das wird bestimmt ein ganz anderes neues Lebensgefühl sein. Ey, nee, ich hab einen Ohrring verloren. I have some Unterstützung. Es wird richtig spannend, deswegen haben wir auch Popcorn am Start. Kimmel baut diesen Dings, diesen Schrank auf. Und ich pack schon mal meine neue Matratze aus. Also wenn ich das nicht hinbekomme, ist es eine leere Blamage. Oh mein Gott, geil. Ey, das ist so heiß, ne? Ja, lass es erstmal aufgehen, ne? Aufgehen? So wie die Sonne. Das sieht so professionell aus. OMG. Und ey, sick. Kemal hat es nicht alleine geschafft. Ich habe natürlich fett mitgeholfen. Stimmt nicht. Du hast mir einfach meine Arbeit abgenommen. Ja, selber geh abnehmen. Sieht aus wie so American High School, ne? High School, du weißt. Wir machen den Geschmackstest. Wow. Ey, das ist viel chilliger. Boah, wie ein Wasserbett. Nein, mindestens Cola. Und zwar werden wir Tulpen pflücken. Deswegen heute voll der Summertag. Und dann kann man eigenen Blumen, die man mit seiner eigenen Hand gepflückt hat, seinen Raum schmücken. Geil, oder? Nice. Oh, ey, oh, ey, oh, ey. Okay, Messerfight. Hier liegen einfach so Messer. Ah, hallo, ich hab Angst. Ich schneide die ab, die halt jetzt noch erst aufgehen, weil dann habe ich länger was davon. Das ist eine richtig gute Idee. So bin ich. You are mine. Wo schneidet man die denn ab? Ich glaube, ich habe es geschafft. Wie bei Bananen muss man das machen, glaube ich. Ernten! Heute geschlossene Tulpengesellschaft. Komm mit ins Tulpenparadies. Wenn ihr einfach mal dieses Gefühl von Freiheit wollt, ja? Folgt mir ins Tulpenparadies. Juhu! Schneller gehen! Ich schwöre, ich fall hin. Ich fühle mich so frei. Das sind so verwackelte Aufnahmen, wenn ich mitlaufe. Wie, das sind verwackelte Aufnahmen? Geht's doch, Alter? Wie, das sind verwackelte Aufnahmen? Weißt du, was hier für Tiere drin sind? Das will ich nicht wissen. Geh, hör auf, Kim! Was denn? Ich glaube, so Ratten und Mäuse und sowas. Wie, das sind doch auch nur Lebewesen. Trotzdem muss... Ja, aber die sind voll lang. Die ist Hammer, Alter. Die schenke ich meiner Mama. Kindersonnenbrillen würden dir halt auch unnormal stehen. Nimm mal eine und zieh's mal auf. Die kannst du doch auch sogar um deinen Kopf rummachen. Ich würde niemals, egal was ich machen würde, würde die abfallen in meinem Leben. Ich könnte wirklich... Die beschlägt nicht mal, weil die das so... Das sieht so scheiße. Manche Leute sagen, ich habe keinen Style, aber schaut euch das mal an. Ich sehe auch genauso aus wie mein Pfandflaschenmüllbeutel. Ich mach kurz Notschau. Das ist dein Auto, ne? Hm. Ah ja, ich liebe Kim. Oh Gott, und jetzt schön die Babyfinger dran. Kim! I don't dance now, I make money moves. Ich schwöre, mein Finger ist genau... ist genau rausgezogen. Ich hasse das so, ne? Ich fühle mich, denke mir immer. Mein Top-Lifehack, ne? Nicht so durch die Tüte drücken und nicht auch direkt da drauf, weil dann berührst du die ganzen ekligen
Bakterien nicht. Oha, erste Klasse, die wissen noch nichts, Alter. Haben die überhaupt schon gelernt? Ich denke mir jedes Mal so, was ist das denn? Wieso sind da vergammelte Bananen? Aber das sind einfach rote Bananen. Rote Bananen? Okay, lasst mal eine mitnehmen und probieren. From Costa Rica. Japanische Auberginen? What is going happening? Where am I? Costa Rica. Oh yeah. Man muss nicht in den Urlaub fliegen. Man kann einfach zu Rewe gehen. Ganz ehrlich. Ah ja, ja, Coco. Ich achte gerade wirklich darauf, dass ich alles so Nutri-Score-mäßig mit A nehme. Das ist für mich das Indiz, dass es gesund ist. Und ich gucke Weißbrot. Super Soft Sandwich Original Nutri-Score A. Who's trying to prank me, huh? Wir sind zu Hause angekommen und jetzt kommt der glorreiche Moment. Jetzt sieht mein Dings aus wie ein Gartenkräuterbeet. Was ist das denn? Was ist denn das? Ach so, ja, Mann. Ein Kräutertöpfchen. Ich dachte, wir bauen Kräuter an. Voll geil, ne? Darf ich es aufmachen? Ja, klar, wollen wir das machen? Los, wir machen das. Wir machen jetzt unsere eigenen Pflanzen. Nö. Was, war das zu viel? Nö. Oh, fuck, was unten, ist? Unten läuft es aus. Ah! Wie dumm. Noch mehr. Ich habe doch die rote Banane gekauft. Hast du das schon mal probiert? Mhm. Sollen wir das mal probieren? Das ist ja pervers, wie du Bananen öffnest. Wie öffnest du denn Bananen? Bananen. Bananen mit Panade. Ein bisschen aromatischer. Also sieht einfach nur fancy aus. Schmeckt wie eine Banane. Aber ein bisschen saftiger ist sie so, weißt du? Ein bisschen genatschiger. Anna, ich habe einen neuen Matratzen-Top-Dings. So musst du mal drauf legen. Oh my goodness. Oh, jetzt sieht's richtig Box-Spring-Bettig aus. Lay down. Und? Oh. Ist gut jetzt? Oh, ist das toll. Leute haben gefragt, ob wir Bi sind. Da können wir jetzt einfach mal ganz klar beantworten. Ja. Nein. Nein, mit ihr noch nicht. So geil. Ist also so vorher waren die so ein bisschen bouncy, die Matratzen. Ja, eine zu federig. Warst direkt unter die Decke geflogen. Ich höre ja. Weil die so viel Sprungkraft hatten. Ja, stimmt. Und jetzt ist gechillter so, ne? Ey, du singst richtig ein wie in so einer Wolke. Du. Das kann nicht wahr sein, ne? Good morning. Ey, ich habe geschlafen wie auf einer Wolke. Scheiß auf iCloud. Scheiß auf Speicherplatz. Ich speichere jetzt Energie in MyCloud. Das ist nämlich mein Wolkenbett. Es ist wirklich bequem. Ich wollte nicht aufstehen. Das ist gefährlich. Deswegen überlege ich einfach jetzt auf einem Stein zu schlafen, damit ich aufstehe und mein Leben in den Griff bekomme. Ey, ich bin so dumm. Oh, ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich, ne, mir wird schlecht dabei, wenn ich daran denke, wie dumm ich eigentlich bin, ne? Ich verpeile so viele Sachen. Ich muss immer noch monatlich Geld bezahlen. Und zwar für, haltet euch fest, als wir in Australien waren. Wir hatten so ein Ding, so ein Piep-Ding, ne, was man so in Taschen tun konnte. Da hätte man das mit seinem Handy orten können, so, ne. Und für dieses Ding muss ich immer noch $10 im Monat bezahlen. Mittlerweile sind 70, also ich habe 7 Monate nicht bezahlt. Vergessen. Das sind so 6 Euro im Monat für irgendwas, was ich nicht mal benutzen kann, was auf der anderen Seite der Weltkugel ist. Manchmal frage ich mich wirklich, Kim, what is happening in your brain here? What is happening out there? Dann Steuern. Das, ja. Wenn ich euch das jetzt erzähle, denkt ihr euch, Junge, ist die komplett durch. Ich habe, seitdem ich selbstständig bin, das sind jetzt 2,5 Jahre, noch nicht einmal Steuern bezahlt. Ich habe aus 2019 noch nicht Steuern bezahlt. Das ist so ein wichtiges Thema und ich schieb das einfach so weg. Ich so, ach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Irgendwann kriege ich einen Dingsbrief vom Finanzamt. Oh, goodness. Aber die wissen ja auch gar nicht, wo die den Brief hinschicken sollen, weil ich habe mich ja auch noch nicht mal umgemeldet. Soll ich euch noch ein Geheimnis erzählen? Ich lebe mein Leben so dumm. Okay, nein, ich lebe es gut, aber ich bin manchmal, mache dumme Sachen. Ich habe 8 Monate in Berlin gewohnt und ich war nicht zu einem Zeitpunkt umgemeldet. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben. Ich so, yo, Leute, ihr müsst es mal ändern und so auf meinem Perso. Ich wohne in Berlin, so, ne? Ich bin in dem Mietvertrag. Ich habe das auch alles dahin gesendet. Aber da steht halt immer noch einfach die Adresse drauf und früher in Hildesheim. Aber jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich mache mal einen Termin. So, jetzt komme ich nicht mal in diesen Account rein, wo ich die Rechnung bezahlen muss für dieses Ding in Australien. Wie soll ich das denn jetzt machen? Scheiße. Get help. Die schreiben mir nicht zurück, aber ganz ehrlich, was wollen die machen, wenn die mir einen Brief aus Australien hierher senden? Das machen die doch eh nicht, oder? Oder ein Gerichtsvollzieher. Pff, Spaß, ey, ich will das auf jeden Fall bezahlen, aber es geht einfach in der App nicht. Ach. Living my best life. Es wird Zeit für eine neue Augenbrauenfarbe, Freunde. Hey, frag nicht, was für Farbe. Einfach Orangenfarbe. We mix it all together. Gleich sehe ich aus wie Nacktmulch und dann fühle ich mich nicht so gut. Once we, then we make you... Remix. We all mix it. Hier ist die Developer Cream drin. Legen Sie zum Schutz Ihrer Kleidung ein Handtuch über Ihren Schultern. Ach, Quatsch mit Soße. Guck mal, hier ist wie aus Kinderüberraschungsei, nur mit einer Mülltüte für Dings Hundekacke drin. Achso, nee, Handschuhe. Du verdrehst mein Kopf, wenn du smiles. Kennt ihr diese ganzen Tänzer, die so krasse Shows machen mit Handschuhen? Okay, ich bin bereit. Erwähnen Sie die Lecker von der Kandecker Creme, geben Sie dann das Blondierpulver an, den Lieder entwickelt, klar, Kämpfer, Entchen, Hey, wer legt sich mit mir an? Hey, du hast keine Ahnung. Shake your booty. Oh, das stand da nicht mehr drauf, dass ich das machen soll. Shake your booty.
Bin ich dumm? Jetzt in der Vertikalen. Jetzt muss ich noch an der YX-Achse im Scheitelpunkt. Ich liebe das, wenn man das so aufmachen muss mit dem Deckel hier hinten. Sieht lecker aus, auf jeden Fall. Es riecht noch so. Das riecht sowas von nach Katzenpisse. It's gonna be amazing. Okay, ich werde das jetzt konzentriert hier auftragen, ja? Professioneller Karamella. I'm an iceberg. That's my real. Eigentlich so weiße Augenbrauen wären auch ganz cool. Give it to me. Ich sehe aus wie ein kleiner Polarbear. Jetzt habe ich Bock auf ein Bier. Irgendwie feiere ich diese weißen Augenbrauen. Oh, eine E-Mail. Ich will keine Umfrage machen, Mann. Let's get this color on my eyebrow. Warte, ich mache coolen Übergang. This girl is on fire. Meine Augenbrauen sehen einfach aus wie flaming hot flames. Frag nicht, was für Augenbrauen. Einfach orangene Augenbrauen, okay? Jetzt lass das Ganze wieder 30 Minuten einwirken und dann wash it down. Call me the master cock of disaster. Kartoffeln mit Baba-Gewürzmischung. Die sind sogar durch. Scheiße. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Gesündeste, aber das läuft bald ab. Und ich habe es gekauft und Geld dafür bezahlt, deswegen muss ich das essen. Dann sitzen wir uns mal an meinen Esstisch, ne? Das hier ist mein kleiner Esstisch und hier ist mein Platz und yay. Also ich muss sagen, ich finde es chillig so. It's a good life. Hier kriege ich diesen Kilimanjaro in meinen Mund rein. Oh mein Gott. Komm. Ey Freunde, ich bin gerade live auf Instagram. Man kann jetzt auch Geld mit Instagram verdienen, habe ich gehört. Deswegen folgt mir da alle Spaß. Natürlich nur, weil ich das gerne mache. Hammerstativ, auf jeden Fall top. Freunde, ich bin gerade auf dem Weg zur Stadt, um mich umzumelden. Ich habe den Termin ein bisschen, ich bin einfach zu langsam. Und Mittwoch wird es richtig spannend. Es geht ins Studio und wir nehmen den Song auf. Wir legen jetzt los. Wir rekorden jetzt. Weil diese Energy. Außerdem holen Anna und ich Möbel ab, die ich ganz random um 3 Uhr nachts bestellt habe. Und dabei passieren mal wieder so typische Anna und Kim-Things. Ich glaube, der war ein bisschen verliebt. Der war ein bisschen verschossen auf einmal, ne? Außerdem entdecken wir die neuesten Food-Trends. Bist du bereit für unseren Croffnut? Oh, frische Falafelbällchen. Was ist das denn? Und ich baue ein bisschen Unfug. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die nächsten 2 Wochen im Knast shoppen.